Hallo und herzlich willkommen zurück zu Control. Ja, ich musste vom letzten Kontrollpunkt wieder ganz bis hierher und wieder alle Monster killen. Also hier zum Glück nicht. Hier musste ich nur die ganzen Pilze töten. Aber in den anderen Grenzbereichen musste ich ja alle respawnten Typen killen. So, ich hätte auch einfach hier die Treppe nehmen können, ne? Anstatt hier so dämlich da reinzuspringen. So. Ist es Lava? Darf ich da hin? Nee, war klar. So, ich hoffe, dass ich dann jetzt... Aha, warte. Ja, spring halt. Spring. Spring, spring. Die ist doch dumm. Die sieht doch gut aus. Oh, lecker. Also das mit den Springen müssen wir noch üben, ne? Ja, also. So, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt... Also, dass wir jetzt irgendwie leichte Gegner bekommen, damit wir uns wieder hoch regenerieren können. So, hier ist die Toilette. Und wir müssen ja zur Toilette. Weil, ach Gott. Weil irgendein Pilz wächst neben Toiletten. Alter, ist das widerlich hier. Okay. Ah, hier kommen wir später wieder hoch. Ah, hier. Nee, das ist der Computer. Eine von Underhills Proben. Zischerknoten. Okay. Das auf der Toilette haben wir jetzt noch nicht gefunden. Warte mal. Wir waren doch gerade... Warte, hier geht's doch eigentlich zum Restroom. Vielleicht da oben. Ah, ja. Gitte. Ja, geht. Dafür schuldet mir Underhill was. Sowas von. Für die ganze Scheiße hier. So, warte, da geht's hoch? Nee. Noch eins weiter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was gefährlicher ist. Das Zischen oder die Sporen hier. Also momentan glaube ich wirklich, dass die Sporen gefährlicher sind, weil das Zischen kann man ja noch, also im Moment, ich weiß nicht, ob das so bleibt, das kann man mit dem, mit den High... mit dem Gerät da aufhalten. Aber... Oh, ja. Labor 5. Nee, 8. Genau, aber die Sporen, die da wissen wir wahrscheinlich noch nicht, wie wir die aufhalten können. Und die macht ja mit den Menschen... auch an sie, ah, da ist auch sowas wie der Zischer. Hab dich. Genau. So, jetzt fehlt noch eine frische Leiche. Ich weiß nicht, ob man hier noch eine frische Leichen finden kann. Aber warte mal, wir brauchen ja die Proben.
damit wir in die Bereiche da unten gehen können, damit wir immun werden quasi. Und es gibt ja so ein paar Shelter, also Bunker, die voller Sporen waren, wo wir nicht durch konnten. Ah, geil, ein Kontrollpunkt. Und wenn wir dann eben die Sporen haben, dann können wir ja da auch durch. So, dann werden wir mal kurz in die Astralwerkstatt gehen. Das klingt schmutzig. So, wir werden. Ah, verdammt. Wir können nur den Griff aufwerten, aber die beiden nicht. Da brauchen wir noch die Proben hier. Modifikation. Wir werten mal auf. Weil bis wir die anderen. Bis wir die utopischen Echo und versteckte Tendenz. Ja, okay. Aber utopische Echo oder verdorbene Probe? Nee. Utopisches Echo und da auch. Utopisches Echo brauchen wir insgesamt 10. Und bis wir das haben, haben wir die Quellen auch wieder gemeistert. Wobei, das war jetzt dumm, weil hierfür haben wir auch ein Echo gebaut. Gut. Aber jetzt können wir hier uns auch für Echos. Oh Mann, das ist doch. Ja, okay, das war dann nicht ganz so clever von mir. Machen wir mal kurz Musik an. So, die haben alle den gleichen Sender hier. So, warte, hier ist doch eine frische Leiche und hier auch. Und da auch. Und da auch. Und hier auch. Alter, wie viele Leichen hier sind. Ah, der da. Die sieht doch gut aus. So, dann zurück zu Anderl. Das sind alle 5 Proben. Ich sollte sie zu Anderl bringen. Maybe you should. So, dann gehen wir mal die Treppe wieder runter. Sliding. Labor 6. Wo sind wir hier jetzt? Kamen wir von hier? Zum Glück können wir hier stehen. So, dann hier rüber. Und dann. So, hier rüber. Und dann wieder hier hoch. Und dann nach Hause. Auf jeden Fall weg von diesen Porn. Wie geht's? So. Anderl, hier sind Sie deine sehen aus wie Pilze. eine Frau, die Fungus für mich hat. Wie sieht deine Frau aus? Ich habe alle 5 gefunden, aber sie sahen so appetitlich aus. Ja, so wirkt der Fungus auf manche Menschen. Vermutlich, weil er nicht wirklich ein Fungus ist. Er ist nicht mal aus unserer Dimension. Ich vermute, er resultiert aus der Mischung zweier inkompatibler Molekularstrukturen. Eine davon dominant. Fungus nenne ich ihn nur, weil er in Aussehen und Verhalten am ehesten einem Pilz entspricht. Oder vielleicht Bakterien. Sie erinnert mich an meine alte Biolehrerin. Haben Sie noch weitere Mitglieder meiner Rangerwache getroffen? Da waren keine Ranger, nur wandelnde Fungi-Leute. Es sei denn. Ja, diese wandelnden Fungi waren meine Ranger. Ich bezeichne diese Kreaturen als Wirte. Sie und andere unvorsichtige Agenten haben ihrem Hunger nachgegeben. Aber darüber brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Die Pille, die ich aus diesen Proben herstelle, macht die Durchquerung der unteren Ebenen vollkommen sicher. Und sie immunisiert zusätzlich gegen die giftigen Sporen der Grube. Nun trollen Sie sich. Okay.
Das werde ich wohl tun. Ich muss weiter. Verbreiten Sie bitte keine Sporen außerhalb der infizierten Bereiche. Doch. So. Ja, dann gebe ich ihr mal Zeit. Wie viel? So, dann können wir ja mal schauen. Wartung, Zischerknoten, 13 Minuten. Energiequelle. Beim Le... Wollen wir mal meinen Bruder suchen? Bin ich denn schon bereit dafür? Ja. Machen wir mal. Gibt's da neue Sachen? Warte, nee. Ja, Schaden beim Zielen. Erhöhter Durchdringung. Ja, nee. Was gibt's denn hier? Also hier habe ich das da ist Energiegeschwindigkeit. Die da kann ich eigentlich alle mal zerlegen, also die Level 1er. Die brauche ich nicht mehr. So, was ist das? Übernehmen Geschwindigkeit 60%. Das ist natürlich auch Flucht, Energie. Ah, 60% sind es natürlich super gut. Übernehmen Geschwindigkeit. Energie plus. Plus 19 ist jetzt nicht so. Regenerationsgeschwindigkeit. Schildenergiekosten. Schleuderenergiekosten. Energie. Leben. Ja, okay, dann behalte ich das mal. Ich will aber den Aufzug benutzen. Kann ich den Aufzug nicht benutzen? Warte mal, hier. Das Kabel. Gut. Jetzt geht der Aufzug wieder. Super. So, dann Dylan. Da bin ich mal gespannt. Also Dylan sieht eher aus wie der neue Bösewicht oder der Endboss, sag ich mal. Und... Oh nein. So. Wo müssen wir denn hin? Inspektionssektor. Und wo ist der? Nee, ich will zur Map. Da. Es gibt halt immer noch welche. Ist mir egal, ich gehe einfach. So, da ist glaube ich der Eingang. Und da müsste glaube ich auch... oder auch nicht. Ah, aber hier geht's zum Aufzug. Isolationssektor. Ding.
Kommunikationssektor des Panoptikon. Gewandelte Gegenstände, die wir finden und aufbewahren. Ein Hochsicherheitsgefängnis. Alle mächtig und gefährlich. Öffentlich werden. Hochsicherheitsgefängnis. Ja, das klingt ja nach Spaß hier. Ah, nee, F. Warte, ich brauche eine Taschenlampe. So. Wollt ihr auch den Film schauen? Ja. Kann ich dich übernehmen? Ja, ich weiß, da ist eine Bombe. Oh, das geht jetzt echt schnell. Weg, oder? Ja. So. Wie siehst du denn aus, eigentlich? Ein bisschen gruselig. Oh Gott. Ich habe mich nicht erschreckt. So, da ist noch was. Gut. Dann will ich mal schätzen, dass wir hier reinschauen. Paar Einschusslöcher, ne? So, dann schauen wir mal, was hier drin ist. Schildschub. So. Oh oh. Das sieht sehr, sehr super aus. Willst du eine Bank? Du willst eine Bank. Willst du eine Bank? Alter, das hättest du mit den... Mit der Übernehmung, die jetzt sau schnell passiert, das wird richtig cool. Das ist richtig nice. Kommt da jetzt noch einer? Nee. Nee, dann kontrolliere ich mal den Punkt. Was? Aber warum muss ich die eigentlich alle wieder übernehmen, wenn, also klar, als Speicherpunkt mehr oder weniger, aber hier kommen dann trotzdem die ganze Zeit neue Leute, also neue Böse. Ist echt nervig. Was ist denn da? Atlanta, Jackson, Little Rock, Santa Fe. Honolulu. Ja, krass. Ja, krass, krass, krass. Wo geht's da lang? Ah, okay. Da geht's hier. Hier geht's Treppe hoch, warte ich schon mal kurz hier.
Genau, hier geht's dann. Okay, alles klar. Alles klar. Dann gehen wir mal kurz hoch. Ah, ich muss mal kurz auf Klo. Oder doch nicht? So. Wo geht's da lang? Ja, waren wir noch nicht. Kinderwagen. Oh Gott, Isolationszelle muss gut belüftet werden. Der durch den Geruch Gegenstand erzeugte Rauch verursacht bei Inhalation. Achso, okay. Da fehlt's. Genau. Eigenschaften. Gegenstand ist ein Kinderwagen mit schwarzem Sonnenschutz und Stahldrahträder. Linkes Vorderrad etwas eingedellt, sodass es beim Schieben eiert. Gegenstand produziert unablässig Rauch. Dichte des Rauchs variiert. Rauch wird ohne ersichtliches Feuer oder Brandherd erzeugt. Herkunft. Ein Zwischenfall in Paris im Jahre 1979 lenkte die Aufmerksamkeit der Behörde auf den Kinderwagen. Rauch füllte den Antiquitätenladen, wo der Kinderwagen zum Verkauf stand, und kostete den Besitzer das Leben. Oh, okay. Neue Informationen, detaillierte Unterlagen über das Ergebnis, welches zur Entdeckung des Gegenstands führte, wurde bei dem Zwischenfall im Panopticon zerstört. Interview mit lebenden Zeugen wurde auf Veranlassung der Archivleitung erneut durchgeführt. Okay. Mann am Boden. Das ist eine Säule. Da drüben braucht jemand Hilfe. Wo? Oh. Klingt als wäre. Ich bin da. Was ist passiert? Ein Scharmützel. Horwitz. Mein Name. Ich... Wird er durchkommen? Mach nicht so ein Gesicht, es geht schon. Aber Wells ist da noch drin. Ihr müsst ihn rausholen. Wer ist Wells? Mein Kamerad. Wir sind einem gewandelten Objekt nachgejagt. Bis runter in die Uhren. Die Uhren? Hm? Ein Grenzbereich. Die Behörde hat ihn vor Jahren abgeriegelt wegen der Uhren. Wir folgten dem gewandelten Objekt hinein, aber ja, wir waren nicht vorbereitet. Nur Wells und ich schafften es zur Kordel im Hotel. Er war direkt hinter mir, aber er kam hier nie an. Ich suche ihn. Aber zuerst brauchen Sie einen Sanitäter. Wells ist der Sanitäter. Bitte holen Sie ihn raus. Oh, ich bin okay, wirklich. Rube kann mich später zusammenflicken. Gut. Aber ich komme zurück. Das will ich hoffen. Benutzen Sie die Kordel da. Dadurch gelangen sie in die Uhren. Ich meine, in den Grenzbereich. Eine Frage der Zeit. Ja, komm, das verfolgen wir mal. Wir haben es ja jetzt schon angenommen. So. Ah, da ist ja ein Echo. Gut. Bäm, Motel. Hier können wir wieder nicht rein. Genau. Das kennen wir ja schon. Jetzt sind die Lampen blau. Okay, 8 nach 2. Achso, okay, mit F halte ich das an, okay. Alles klar. 8 nach 2, 8 nach 2. So. Und jetzt? Nochmal, okay. Ja, 10 vor 7. Ah, jetzt ist die nächste Tür offen. 10 vor 7. Dam badam 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 bam. Bam badam 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 badam.
Bup. Ja, ich habe ein bisschen zu spät gemacht, aber der ist zurückgesprungen. Voll lieb und so von der Uhr. Voll krass. So, und was jetzt? 23 nach 9. Oh, das war wirklich viel netter, als ich erwartet hätte. Voll cool. So. Jetzt bekommen wir den Schlüssel. Ah, falsche Richtung. So, und jetzt die Tür. Und jetzt kommen wir in die Uhren. Was auch immer das bedeutet. Finde den verschwundenen Sanitäter. Gut, und das werden wir in der nächsten Folge spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.